Hallo zusammen, ich werde von euch sehr häufig gefragt, welches Teleobjektiv ich euch empfehlen kann, je nachdem halt, was ihr gerne fotografiert, wie viel Gewicht ihr mit rumschleppen möchtet und auch nicht ganz unentscheidend, wie hoch euer Budget ist. Und wie ihr seht, habe ich hier einiges dabei und ich bin hier mit Nikolas zusammen. Ich glaube, du hast schon fast alle dieser Nikon-Objektive benutzt, oder? Ja, noch nicht ganz alle benutzt, aber alle schon mal in den Händen gehalten. Ja, also wir haben hier auch einige, die ganz neu sind, wie das 600 mm 6,3. Ich glaube, der offizielle Verkaufsstart ist ungefähr heute oder so. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht Ja. genau so, aber. Jedenfalls möchten wir euch in diesem Video ein bisschen von unseren Erfahrungen mit den Objektiven berichten. Also Nikolas kann ein bisschen mehr berichten. Ich hatte erst vier oder fünf, glaube ich, bis jetzt benutzt. Und euch ein bisschen eine Kaufberatung geben. Wir haben das hier grob in drei Kategorien eingeteilt. Dieses hier sind die günstigeren Objektive unter ungefähr 3.000 Euro. Dann haben wir hier ungefähr 3.000 bis 7.000 Euro und hier noch zwei, die etwas mehr kosten. Die Preisangaben sind jeweils die unverbindlichen Preisempfehlungen von Nikon in Deutschland. Aktuell gibt es eine Winterrabattaktion, ich glaube mit bis zu 600 Euro Genau, ja. Rabatt. Wir verlinken unten gerade diese günstigeren Angebote. Ja, dann beginnen wir doch zuerst gerade mal mit dem 70 bis 180. Das ist jetzt hier in der Auswahl das günstigste Objektiv. Vielleicht auch mit 180 mm noch nicht ganz so extrem lang von der Brennweite, aber man kann je nach Tier eigentlich schon gewisse Sachen damit anfangen, oder was Du, meinst du jetzt? ja, du warst ja einer der ersten, die das weltweit, glaube ich, benutzen durfte. Ja, So mehr oder könnte weniger. vielleicht sein, ja, genau. Ich nutze natürlich, ich habe jetzt nicht dieses benutzen können, aber ich fotografiere ja mit Canon und da nutze ich auch sehr gerne das 70 bis 200er, was in einem ähnlichen Bereich ist. Einfach, wenn ich relativ nah rankomme oder mehr von der Umgebung zeigen möchte. Und gleichzeitig finde ich, hilft halt die Blende 2,8 doch noch, um den Hintergrund noch ein bisschen Genau, ja. auflösen. Du hast es auch für Steinböcke hauptsächlich Genau, eingesetzt. also vielleicht noch ein Kontext, wieso wir da gerade davon gesprochen haben, wieso ich das als vielleicht erster oder bei den ersten benutzen konnte. Ich habe das zusammen mit dem 180 bis 600 schon für die Marketingkampagne eigentlich ausprobieren können und war da auch mit Steinböcken unterwegs und habe das dann auch ab und zu mal benutzt und war dann natürlich sehr toll, damit man auch etwas mehr vom Lebensraum auch einfangen kann. Bei den anderen Brennweiten ist es dann manchmal schon was zu weit. Von dem her ist das eigentlich noch eine gute Option. Genau, und es gibt halt ein bisschen andere Bilder, wenn man ein bisschen mehr von der Umgebung zeigen kann. Ich denke auch, wenn man viel in einem Stadtpark fotografiert und man möchte einen günstigen Einstieg, das sind ungefähr 1200 Euro, wie gesagt, vor der Rabattaktion. Ich denke, da ist man relativ günstig dabei und wenn man wirklich ein bisschen näher kommt, kann man so auch schon etwas machen. Ich denke, vielleicht können wir gleich zum direkten Vergleich noch das andere. Was ich noch zuerst zu diesem sagen würde, was man auch nicht vergessen darf, man kann es auch mit einem Telefonkonverter benutzen, heißt mit dem 1,4er oder mit dem zweifachen Telekonverter und dann kommt man immerhin schon bis zu 360 mm. Heißt ja, wenn es mal etwas mehr Brennweite braucht, geht das eigentlich auch gut mit dem Telekonverter. Telekonverter gehen übrigens bei allen Objektiven, sollte man vielleicht noch ganz generell erwähnen. Genau, ja. Ja, nur gerade als direkten Vergleich denke ich das andere, wenn du mir das Ja. einmal nehmen können. Das ist ja die etwas professionellere Version, das ist von der S-Linie, also von der High-End-Linie von Nikon. Das hatte ich nur kurz im Einsatz für die Gemsen, als ich relativ nah rankam. Und man merkt schon einen Unterschied im Gewicht und auch im Preis. Also, es kostet 2400 Euro, also das Doppelte. Hast du irgendwelche direkten Unterschiede gemerkt betreffend Bildqualität, Autofokus, Bildstabilisator? Oft sind es ja so die Feinheiten Gut, ich dann. muss jetzt sagen, gerade bei den Steinböcken wird der Autofokus nicht unbedingt so Das herausgefordert. stimmt. Von dem her, ja, da habe ich jetzt nicht so Erfahrungen. Ich muss auch sagen, wenn ich diese beiden Objektive benutze, da benutze ich sie eher für, ja, Weitwinkel und mehr Landschaften, da ist der Autofokus auch nicht so entscheidend. Ich würde jetzt mal behaupten, das 70-200-28 ist doch nochmal etwas schneller auch. Auch vielleicht von der Bildqualität nochmal einen Ticken schärfer. Aber ich würde jetzt eigentlich beide Objektive
könnte ich gut benutzen, so für meine Anwendung, was halt eben auch mehr Richtung Landschaftsbilder dann geht, mit Tieren drin. Ein Unterschied, den ich noch vielleicht bemerken möchte, ich habe das benutzt, als es geschneit hat und dieses Objektiv hier ist innen fokussiert. Das heißt, der Tubus fährt nicht aus und beim anderen, das ist häufig so bei etwas günstigeren Objektiven, das fährt aus. Ich denke, es wird auch einigermaßen gut abgedichtet sein, aber tendenziell ist ein internes Zoom einfach noch einmal resistenter und eben die Länge bleibt erhalten. Was hier noch, ich glaube, das ist fast das einzige Nikon-Objektiv, das hier oben noch das kleine Display hat, wo Ja, ihr euch zumindest bei entweder... den Teleobjektiven hat es noch das Ja, 100-400. genau, stimmt. Ihr könnt euch, glaube ich, entweder die Blende oder Brennweite oben dran anzeigen oder die Entfernung. Ich glaube, die Genau, drei ja. Optionen hat man. Ich weiß nicht, war jetzt für mich nicht wirklich ein Kriterium. Ich habe da ein, zwei Mal drauf geschaut, aber wenn man sich gewohnt ist von den anderen, dass man das nicht hat, ja. Einen Unterschied, den ich noch erwähnen möchte, zum Abschließen, das hier hat einen deutlich besseren Abbildungsmaßstab. Also wenn ihr je nachdem einmal Frösche oder so etwas fotografiert, Libellen, Schmetterlinge, es ist kein Makroobjektiv, aber man kriegt einen Abbildungsmaßstab von ungefähr 1 zu 2 hin. Hier sind wir bei 1 zu 5, also eben für die Steinböcke wiederum nicht relevant, aber wenn man wirklich auf Näheres geht, könnte das daher schon eine Überlegung sein. Vielleicht abschließend, gerade zu diesen beiden Objektiven zusammen. Ich glaube, für die Tierfotografie, so als erstes Objektiv, sind beide nicht unbedingt so die geeignetsten. Ich finde zumindest, so als Zweitobjektiv sind sie aber ganz interessant. Und da kann man sich dann schon überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, sich für die teurere Variante zu entscheiden. Man muss sich auch überlegen, das ist deutlich kompakter als das Zweitobjektiv. Im Rucksack, wenn man dann schon ein größeres dabei hat, lohnt sich das vielleicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn die Qualität wirklich entscheidend ist, würde ich dann trotzdem auf das 70-200 Schlussendlich entscheidet umsteigen. bei vielen Genau. vermutlich der Preis, denke ich. Das Genau. ist ein recht heftiger Unterschied. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Objektiv, oder wenn ich dir das geben darf. Ja. Das wäre dann wohl das 100 bis 400er. Das ist eines, das ich noch nicht nutzen konnte. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu berichten. Ja, also da muss ich sagen, ich bin immer etwas um das 100-400 also habe mich immer etwas davor gedrückt. Lass mich Ja, raten, wegen der Blende. zum einen wegen der Ja. Blende, zum anderen, weil es für mich das eher auch schon so Richtung Landschaftsfotografie auch geht, vom Ja. Objektiv her. Klar, man kommt bis 400 mm. Aber ich brauche jetzt da nicht unbedingt die 100 mm am Anfang. Mir hat bisher einfach die Aufteilung in 70-200 und ein anderes Objektiv besser gefallen als jetzt dieses Objektiv alleine. Aber man kann auch da sagen, mit Telekonverter kann man es auch noch erweitern. Und ich kenne relativ viele, die es auch so benutzen und zufrieden sind. Von dem her sicher auch eine gute Option. Aber gerade im Vergleich mit anderen Objektiven würde ich das eher so Richtung, ja, Landschaftsfotografie einteilen. Ja, Ich oder denke, es ist meinst vor du allem das? auch wieder ein interessantes Zweitobjektiv, wenn man schon eine größere Brennweite hat, noch etwas Kompaktes möchte. Wiederum nicht das, das ich als Einsteigerin unbedingt empfehlen würde, den meisten zumindest, außer man möchte wirklich etwas Kompaktes, ein kompaktes Zoom, dann ja. Wir kommen nachher noch auf ein anderes, das vielleicht, ich denke, wir sind uns einig, für die meisten Einsteiger besser geeignet wäre. Du sagst, du hast die Kombination aus 70-200er und deinem 400er-280er geschätzt. Ich muss nur sagen, seitdem ich das 600 mm habe, merke ich da eine recht große Lücke. Und da finde ich, kann das 100 bis 400 dann doch interessant werden, weil es ein bisschen mehr füllt. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn man das als Zweitobjektiv möchte und man schwankt zwischen dem und dem 70-200er, kommt es vermutlich an, was man sozusagen als lange Brennweite Genau, hat. Qualität auf jeden Fall extrem gut. Wir haben hier auch die, sagen wir, professionellere Ausführung mit zwei also Objektivfunktionsknöpfen, wo man sich zum Beispiel Focus Preset oder was auch immer drauflegen kann. genau. Sonst vielleicht auch einfach vom Gewicht her ist es eher etwas schwerer. Und ich glaube, wenn man sich für dieses Objektiv entscheidet, muss dann die Flexibilität schon wichtig sein. Heißt, man muss diese 100 bis 400 mm wirklich brauchen. Wenn das Gewicht eher entscheidend ist, würde ich dann schon eher auf eine leichtere Variante danach gehen. Gut, dann kommen wir doch zu dem Objektiv, das du eben im Frühjahr schon getestet hast, das ich mittlerweile auch, mit dem ich glaube ich schon 10.000 Fotos oder so gemacht habe.
Das 180 bis 600er und vielleicht eins von den beliebtesten, denke ich, so für die, sagen wir, ein bisschen ambitionierteren Einsteiger oder in die Tierfotografie. Genau, ja, also vielleicht gerade zum Preis, was es so gerade am interessantesten macht, bei 2000 Euro ist sicher ein super Preis für das, dass man dann bis 600 mm kommt. Und gerade wenn man dann auch die Bildqualität anschaut, ist es dann schon eine Klasse für sich, einfach was das Preis-Leistungsniveau angeht. Verträgt auch den Konverter relativ gut aus meiner Erfahrung, wenn genug Licht da ist. Das ist so mein Eindruck, sobald das ein bisschen dunkler wird, war es dann auch mit dem Autofokus einfach nicht mehr ganz so konstant. Das hat man natürlich bei vielen Objektiven, die eine Ich Offenblende von glaube, 6,3 haben und dann haut man noch einen ja, Konverter rein. da kommt es auch sehr darauf an, ob man jetzt den Zweifach oder den 1,4er Ja. braucht. Grundsätzlich war ich da mit dem 1,4er Telekonverter schon nochmal deutlich zufriedener. Mit dem Zweifach-Telekonverter kann es dann schon schwierig werden, gerade wenn es nicht super licht ist. Darum, wenn ich mit dem fotografieren gehe, nehme ich schon eher den Ja, ich 1,4-fachen bin persönlich Telekonverter. immer ein bisschen skeptisch mit Zoom-Objektiven und Zweifachkonverter. Aber das hat jetzt nichts mit diesem Objektiv zu tun, sondern ganz generell habe ich noch kein Zoom-Objektiv gehabt, wo ich mit dem Zweifachkonverter wirklich zufrieden war. Also ich würde mir dann wirklich gut überlegen, glaube ich, ob ich das extra Geld ausgebe oder Es ist vielleicht halt noch lieber spare. interessant, bei diesem Objektiv hat man eine Naheinstellgrenze von 2,5 Metern. Wenn man dann mit dem Zweifach-Telekonverter arbeitet, hat man ja 1200 mm bei 2,5 Meter. Und das kann schon auch interessant sein, gerade für irgendwelche Detailaufnahmen. Ich denke, hier müssen wir nur ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Leute nutzen den Telekonverter nicht so wie du oder ich, sage ich jetzt einmal. Wir nutzen den ja häufig, wenn wir irgendwie noch ein Porträt machen wollen, eine Detailaufnahme. Und dann klappt das relativ gut, da bin ich mit dir einverstanden. Also ich hatte nur den 1,4er. Aber ich denke, ein typisches Problem beim Nutzen vom Telekonverter ist, dass man ein Reh hat, das, ich weiß nicht, 70, 80 Meter weit weg ist und dann reichen die 600 mm nicht und dann nimmt man noch den Telekonverter und dann darf man natürlich nicht mehr so viel erwarten, denn dann liegt es nicht am Objektiv, man hat irgendwann zu viel Luft dazwischen, Luftflimmern, Genau. Nebel, ich weiß nicht was alles, oder? Genau, Aber also für Detailaufnahmen geht es eigentlich auch einigermaßen gut. ich denke, es ist von den Objektiven, die wir hier haben, eines von den flexibelsten. Man hat einen sehr großen Zoom-Bereich, oder Auf von jeden Fall, ja. 180 bis 600. Mit 600 mm kann man auch mit kleineren Vögeln schon recht gut arbeiten. Und es ist kein S-Line-Objektiv, aber die Wetterabdichtung ist auf einem ähnlichen Niveau. Ich Ja, weiß also es nicht, ist wann aber. halt grundsätzlich so. Du hast es schon vorher erwähnt, es ist ein internes Zoom. Heißt, es fährt nicht irgendwie ein Element noch vorne heraus. Und dadurch ist es einfach schon mal viel, viel besser abgedichtet. Und als ich war da im Frühjahr, war ich auch ziemlich im Schnee und im Regen. Und ich hatte da nie irgendwelche Probleme. Würde mir da auch keine Gedanken jetzt machen, mit dem irgendwo in den Regen zu stehen. Also fühlt sich für mich ein bisschen eine andere Klasse an als das 70 bis 180er, das wir am Anfang in der Hand hatten. Irgendwie, Genau, das ja. fühlt sich eigentlich für mich jetzt mehr wie ein S-Objektiv schon an. Was halt ist, gerade bei einem S-Objektiv, da wird auch sehr darauf geachtet, dass es vom Gewicht her so leicht wie möglich ist. Hier wurde dann halt einfach etwas mehr auf den Preis auch geachtet und dafür halt nicht ganz so leicht. Also man ist dann bei knapp 2 Kilogramm und ja, wenn das wiederum entscheidend ist, man lieber ein leichtes Objektiv haben möchte, gibt es dann auch interessante Optionen. Zu meinen kommen wir dann, glaube ich, gerade. Genau, aber ich denke, das ist ein wirklich sehr guter Einstieg für die Tierfotografie und Einstieg wirklich bis auf ein recht hohes Niveau schon. Also ist schon fast so eine Grundsatzempfehlung. Also Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war da wirklich überrascht, dass ich das zum ersten Mal ausprobieren konnte, weil ich mir sonst eigentlich vom 402,8, ja, ich würde es mal die Spitzenklasse an Qualität gewöhnt bin. Und ich habe da eigentlich ja, schon einen gewissen ja, Abstand zwischen den beiden Objektiven erwartet, aber ich muss sagen, der ist das also wirklich klein, gerade was die Bildqualität auch angeht. ja, ich hatte den Eindruck, so Thema Autofokusgeschwindigkeit waren noch Unterschiede bemerkbar. Bildstabilisator auch ein bisschen und vor allem mit dem Konverter merkt man halt, dass die zwei hier noch ein bisschen. Genau. Aber ich muss auch da sagen, ich habe ja auch schon das Objektiv mit Alpensegeln versucht, also Alpensegler im Flug. Und das geht also auch tipptopp.
Von dem her, klar, gerade diese beiden Linsen sind nochmal schneller, aber auch mit dem bringt man schon relativ viel Krasses Ich würde zustande. sagen, ich verlinke unten in der Videobeschreibung einmal einerseits deinen Bericht damals vom Objektiv mit den Alpenseglern, mit den Steinböcken und so weiter. Eisvogeldetails hattest du dort noch und noch das Review, das ich zu dem Objektiv auch vor ein, zwei Monaten gemacht habe. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir schon zur nächsten und letzten Brennweite aus der, sagen wir, günstigen Kategorie. Und das war eins, das mich so völlig begeistert hat. Ich glaube, ich hatte selten ein Objektiv in der Hand, das mich so positiv überrascht hat. Das ist das 400er Blende 4.5 von Nikon und es ist kein PF-Objektiv. Im Gegensatz zu zwei anderen, die wir noch vorstellen werden. Und das Geniale ist einfach das Gewicht. Ich glaube, es sind knappe 1,3 Kilo. Genau, ja. Es ist einfach unglaublich leicht. Also, es ist wirklich spürbar leichter als das 100 bis 400, das wir vorher angesprochen haben. Und hat gleichzeitig mit Blende 4.5 natürlich eine bessere Offenblende als das 100 bis 400er. Es sind zwei Drittel Blendenstufen und meiner Erfahrung nach zwei Drittel Blendenstufen, das sieht man schon im Hintergrund. Genau, ja, also für mich, das ist eigentlich auch so eines meiner Lieblingsobjektive, wenn es mal etwas leichter sein muss. Was ich auch toll finde, das Gewicht ist generell relativ weit hinten, was es einfach in der Hand nochmals viel leichter erscheinen lässt, als wenn das Objektiv, also das Gewicht insgesamt so weit nach vorne herausschaut. Das ist wirklich schön nah in der Ja. Kamera. Von dem her kann man da relativ schnell auch für zum Für Beispiel Flugaufnahmen. Vögel im Flug geht das einfach super schön mit dem Objektiv. Ich hatte jetzt schon zwei Teilnehmer auf meinem Workshop, die sich das gekauft haben und auch völlig begeistert sind. Ein Detail, was mir auch noch gefällt, ist, dass wir hier den kleinen Knopf für den Memory Set haben, gerade für Flugaufnahmen zum Vorfokussieren. Das mache ich noch relativ gerne und finde es einfach hier in einer sehr angenehmen Position. Und ich habe es wiederum nicht mit dem Zweifachkonverter getestet, aber mit dem 1,4-fach war ich auch sehr zufrieden mit der Bildqualität. Und ja, das muss ich sagen, ist für mich so wie ein Geheimtipp irgendwie. Ich Ja, also habe. ich habe mit dem Zweifach-Telekonverter war ich da auch schon unterwegs. Zum Teil so, wenn ich auf dem Fahrrad bin, länger unterwegs bin, vielleicht noch das Spektiv dabei habe, passt das einfach viel besser noch in den Rucksack als jetzt zum Beispiel das 402.8. Und gerade mit dem Zweifach-Telekonverter geht das eigentlich auch tipptopp. Klar, bei 800 mm hat man dann die Blende 9, soweit ich weiß. Und das wird dann auch zum Teil schon etwas schwieriger, aber eigentlich auch ganz toll, bei so einem Gewicht, so einer Größe dann trotzdem noch 800 mm zu haben. Und ich denke, ich habe schon einige Leute gehabt, die mich gefragt haben, 400er 4.5 oder 180 bis 600er. Ich denke, meine Meinung, es kommt auf zwei Sachen hauptsächlich an. Erstens, wie viel Gewicht möchte man dabei haben und wie flexibel möchte man sein. Ah, vielleicht noch die Naheinstellgrenze, die beim 180 bis 600er besser ist. Ja, ich glaube, es sind schon die ersten beiden Ja, das Punkte, sind wahrscheinlich die die wirklich Hauptpunkte. entscheidend sind. Auch Thema Gewicht würde ich noch dazu nehmen, ist einfach die Größe. Es ist schon noch mal etwas kleiner auch. Von dem her, wenn es wirklich, ja, wenn man kleiner Rucksack und der müsste auch leicht sein, dann ist es sicher das 404.5. Gegen wenn man, ja, vielleicht nicht genau weiß, ob jetzt der Steinbock oder der Vogel heute auf 10 Meter vor einem sitzt oder 20 Meter, dann ist vielleicht das 180-600 das bessere Objektiv. Hier hat man natürlich bei 400 mm ein bisschen die bessere Hintergrundauflösung, weil wir hier bei 400 mm, glaube ich, schon bei Blende 6 sind. Ich glaube, es ist dann Sollte Zwischenwert, sein, Blende ja. 6. Hier eben Blende 4.5, das merkt man natürlich schon auch noch. Ich denke, wenn ich mir nur ein Objektiv kaufen würde, würde ich vermutlich eher zum 180 bis 600 tendieren, einfach weil man mehr Flexibilität hat. Genau, ja. Wäre eigentlich auch meine Entscheidung Super. soweit, ja. Kommen wir zum mittleren Preissegment. Ganz neu das 600 mm Blende 6.3. Diesmal ist es ein PF-Objektiv. Ist ein klein wenig schwerer als das 400er 4.5, aber ehrlich gesagt nicht gewaltig. Ist das erste Mal, dass ich es jetzt in der Hand habe. Mir fällt auf, es ist ein bisschen kopflastiger. Genau, also ich glaube, das macht auch am meisten den Unterschied. Ich glaube, vom Gewicht rein, vom Gewicht her sind die sehr ähnlich. Es ist einfach, das Gewicht ist relativ oder ist einfach weit vorne und das macht es vom Gefühl her etwas schwerer. Aber man muss auch bedenken, es sind halt auch 200 mm mehr. Von dem her einen gewissen Kompromiss muss man da wie eingehen.
Aber insgesamt für 600 mm absolut fantastisch, Extrem auch klein von und der leicht. Größe, Ja, genau. ja. Man muss vielleicht noch sagen, einfach bei diesem Objektiv haben wir jetzt keine Sonnenblende dran. Also mit Sonnenblende wäre es noch etwas länger, einfach weil wir jetzt die anderen Objektive alle mit einer Sonnenblende haben, Die dass ihr dann Sonnenblende einen wird Vergleich mitgeliefert. habt. Aber wir haben hier einfach noch keine gekriegt heute. Aber da ist normalerweise wird eine Sonnenblende mitgeliefert. Genau, ja. Interessant hier ist vielleicht, wenn man das 400 mm 4,5 nimmt und einen 1,4-fach-Konverter drauf tut, kommt man auf 560 mm 6,3. Also wir sind in einem ähnlichen Brennweitenbereich. Eben, wir konnten hier beide noch keine Tests machen mit dem Objektiv, da es so neu draußen ist. Ich erwarte aber schon, und auch was man von anderen Fotografen schon gesehen hat, dass das einfach von der Schärfe noch einmal besser ist, vor allem im Randbereich dann Ja, und ich als. denke auch, der Autofokus wird halt einfach nochmal etwas Ja. schneller sein, wenn man jetzt das 400er mit dem 1,4 Telekonverter nimmt als Vergleich. Ist einfach ganz, ja, ist eigentlich logisch, dass halt mit dem Telekonverter der AF dann schon nochmal etwas langsamer wird. Aber generell bei beiden hätte ich jetzt keine Bedenken, mit einem Telekonverter zu Nein, ich arbeiten. denke, man nimmt dann wahrscheinlich das, was man eher erwartet, einzusetzen. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn man hauptsächlich ein bisschen mehr Umgebung zeigen möchte, vielleicht zahmere Tiere hat, geht man auf das 400er, 4,5, denke ich. Ansonsten für Vögel häufig vielleicht das 600er, 6,3 interessanter. Die Frage dann das 180 bis 600er oder das 600er, 6,3. Das Gewicht ist sicher ein Unterschied, das ist deutlich leichter. Die Bildqualität erwarte ich schon, dass die vor allem im Randbereich noch einmal deutlich besser ist und eben vor allem, wenn man noch einen Telekonverter drauf tut. Man gibt natürlich die Flexibilität vom Zoom auf und vielleicht fast noch wichtiger, das ist, kostet 2000 und hier sind wir bei 5900, nein, 800 5800 irgend zumindest so in etwas. Franken, Wir Euro blenden die blenden wir genaue ein, Zahl ja. noch ein. Ja, also schlussendlich wird der Preis sicher auch ein wichtiger Faktor sein. Wenn ihr immer ein bisschen Brennweiten limitiert seid, wenn ihr immer auf kleine Vögel geht und ihr könnt es euch leisten, würde ich auf jeden Fall das nehmen. Es ist so viel leichter. Das macht einfach, vor allem wenn man etwas länger unterwegs ist, Ja, doch genau, deutlich ja. mehr Spaß. Hast du noch etwas zu dem oder sollen wir gerade. Ich glaube, am besten nehmen wir gerade mal das noch dazu. Das 800 mm 6,3 ist zwar von der Größe her doch nochmals deutlich größer, sonst aber eigentlich finde ich doch recht ähnlich mit dem 600 mm. Zwar ist es, ja, glaube 1000, 2000 € nochmal Ich teurer. glaube nur 1000, 1100, so etwas. Und aber auch eine PF-Linse, von dem her, es sieht zwar groß und schwer aus, aber ist wirklich auch relativ leicht. Die Sonnenblende täuscht natürlich hier auch ein bisschen. Also das Gewicht bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ist, glaube ich, relativ ähnlich mit dem 180 bis 600er. Ja, Ein klein wenig schwerer. 2,4 Kilo könnte 2,4, okay, sein, dann ja. doch nochmal etwas mehr. Also eben im Vergleich zum 600 mm 6,3 haben wir hier natürlich 200 mm mehr Brennweite, aber fast interessanter für mich ist die Offenblende, dass wir hier die gleiche Offenblende haben. Denn wenn wir hier einen 1,4-fach-Konverter reintun, eben abgesehen davon, dass der Autofokus und Qualität wahrscheinlich ein bisschen leiden wird, haben wir hier halt eine ganze Blende mehr. Also wir sind dann hier bei 800 mm 6,3, hier wären wir bei 840 mm Blende 9. Und das kann auf die Hintergrundauflösung doch eine relativ große Rolle spielen. Ja, ich denke, hier würde ich mir einfach auch ein bisschen überlegen, was ich mehr fotografiere. 800 mm ist für meine Art der Fotografie als Standardobjektiv ein bisschen lang, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wenn man viel kleine Vögel fotografiert, sicherlich interessant. Aber ich denke, das wird nicht das erste Objektiv sein, das ihr euch kauft, auch wenn ihr ein 10 Jahre altes. Ich weiß nicht, 150 bis 600er habt, dann wisst ihr ungefähr aus Erfahrung, in welchem Brennweitenbereich ihr euch bewegt. Und ich würde da die Entscheidung primär auf dem machen und auf dem Gewicht, denke ich. Ja, also ich finde auch noch wichtig, ja, es ist halt schon relativ groß auch. Also das muss man sich einfach bewusst sein. Ich glaube, wenn auch der Rucksack, wenn der nicht zu groß sein dürfte, finde ich das 600er schon noch interessanter. Jetzt für mich finde ich aber eigentlich das 800 mm fast wieder spannender, einfach weil es so leicht ist und ich dann schon noch mal mehr auch Brennweite habe als jetzt zum Beispiel beim 400-28. Vielleicht muss ich das nochmal testen. Das habe ich tatsächlich noch nicht testen können, ist aber schon geplant, so Ja.
Noch kein konkretes Datum, aber ist geplant. Was du ich lässt es auch mir gleich hier und. Ich weiß nicht, ob sie so Freude haben. Was ich noch interessant fand oder echt überraschend war für mich, war der VR in diesem Objektiv, Ja. also der Bildstabilisator. Ich habe das mal im Sommer getestet, im Wald, spät am Abend, bin da mit der Verschlusszeit immer tiefer runtergegangen und habe da am Schluss irgendwie mit einer 1/13 Sekunde noch scharfe Fotos bekommen. Klar, da war dann nicht jedes Foto mehr scharf. Aber für das hat man eben ja, zum Beispiel bei der Z9 oder Z8 Mit 20 Bilder 20 pro Bildern, Sekunde ja. und da wird dann schon eins scharf sein. Ich glaube, bei diesem Objektiv wird dann schon eher das Problem, dass dann eben irgendwie der Vogel mal vorher bewegt. Ja, es gibt so gewisse Motive, die lassen das zu. Ich hatte das in Costa Rica, das war nur mit dem 600 mm, da hatte ich auch eine 1/13 Sekunde Freihand. Das war ein Specht, der aus der Höhle rausgeschaut hat. Und da habe ich genau die Taktik angewandt, 20 Bilder pro Sekunde und Genau, ja. zwei, drei Schärfe reichen. Aber natürlich, das würde ich jetzt nicht bei jedem Vogel auf einem dünnen Ästchen empfehlen unbedingt. Genau, also eben, das ist gerade ein guter Punkt, so Aufnahmesituation, bei dem kommt man vielleicht schon eher mal so in Limitationen rein, auch vom Hitzeflimmern. Heißt, ja, bei einem 400 mm kann man vielleicht dann noch fotografieren, bei 800 mm fällt es dann schon eher mal auf. Heißt, dann schlussendlich fürs Foto, obwohl die Linse super scharf ist, sind dann einfach die Fotos nicht mehr, so wunderbar von der Bildqualität Ich her. denke, das kommt wieder auf den Punkt, den wir vorher mit dem Telekonverter haben. Solche Linse sollte man nicht nehmen, um einen Hirsch auf eine größere Distanz zu fotografieren als mit dem 600er unbedingt, sondern vielleicht eher, wenn man kleinere Vögel hat oder wo man Genau, zwar nah ja. rankommt, aber man halt trotzdem ein bisschen Brennweite Genau. braucht. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, bei diesen Objektiven, für welches würdest du dich jetzt so entscheiden, wenn du nur eines von diesen beiden Objektiven benutzen könntest? Darf ich noch ein anderes Objektiv sonst haben? Machen wir noch eins dazu, ja. Ich glaube, ich würde fast auf das gehen. Ich bin manchmal so, gehe ich dann doch mal wandern. Oder ich war dieses Jahr in Singapur, oder? Da hatte ich mein 100 bis 500er dabei. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr Brennweite, ein bisschen Ja. Lichtstärke gehabt, ein, zwei Mal. Auch wenn das Zoom auch nett war, das muss ich auch sagen. Und das Hauptgrund, ich konnte meinen 600er einfach nicht mitnehmen. Und mein 600 mm Blende 4, da das ungefähr die Dimensionen hat, oder noch größer ist, ehrlich gesagt. Und da hätte ich einfach so eins mitnehmen können. Oder manchmal gehe ich irgendwie in den Wald und fotografiere mit dem 100 bis 500er. Aber du kennst das, dann ist das 500 mm sind manchmal doch zu wenig. Blende 7,1. Und hier hätte ich einfach noch ein bisschen mehr Brennweite. Also für mich persönlich würde ich in den Situationen, glaube Ja, ich, eher okay. das hier nehmen. Du würdest eher auf das gehen dann. Ja, ich glaube, wenn ich schon leicht unterwegs bin, dann schon lieber noch etwas Brennweite dazu, ja. Mir ist auch die Größe nicht unbedingt so ein großer Faktor. Ich habe einen großen Rucksack und bin mir es gewöhnt von dem her. Ja, ich denke mir, für die Berge ist das halt je nachdem noch cool. Man könnte das mitnehmen, wenn man sonst eher einen Landschaftsausflug geplant Genau. hat oder so. Also, ich denke, das ist sehr individuell, ja. Ich glaube, da kommen wir auch gerade zum Thema bei den großen Objektiven, denn ich fotografiere ja primär mit meinem 600 mm und du hast da hinten noch dein persönliches 400er 2.8 stehen, das eigentlich das gleiche ist, wie dieses hier einfach in einem Tarnüberwurf oder Genau, ja. Tarnüberzug versteckt. Aber starten wir mal mit dem 400er. Also es wird schon schwerer, auch wenn die Objektive, ich meine, extrem leicht sind, wenn man das vergleicht mit, was wir vor 5 oder 10 Jahren hatten. Wieso? Ja, also stellen wir das Objektiv kurz zuerst einmal vor. Eben 400 mm 2.8 und das richtig Coole bei dem Objektiv, muss ich sagen, da bin ich extrem neidisch, ist halt dieser einschwenkbare 1,4-fach-Konverter. Harmoniert halt einfach wunderbar mit dem Objektiv, weil er halt wirklich für dieses Objektiv gemacht wurde, im Gegensatz zu einem normalen Konverter, der auf alle Objektive passen muss, ist der halt wirklich abgestimmt. Und trotz dem eingebauten Konverter ist das Objektiv für ein 400er 2.8 sehr kompakt und immer noch sehr leicht. Also das finde ich so die Highlights bei dem Objektiv. So, ansonsten muss ich eins gestehen, einfach der manuelle Fokusring. Aber ich glaube, das hast du ja auch im Review schon Das habe mal ich im erwähnt. Review von dem hier erwähnt, weil das hat das gleiche Genau, Problem. ja. Ehrlich gesagt, das ist bei dem hier noch ein bisschen schlimmer fast, finde ich, weil es hier vorne noch Ja, länger also ist. man kann eigentlich beide zusammennehmen, weil bis zu diesem Punkt hier sind sie die gleichen
von der Bauart her, also auch der Telekonverter ist an der gleichen Stelle. Das 600er ist einfach noch etwas länger dann. Und ein bisschen schwerer, es sind 3,26 Kilogramm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, die Objektive, die ich gereviewt habe, die habe ich noch halb im Kopf. Eben, genau das ist das Gleiche mit dem Konverter. Auch der Fokus-Preset hier ist gleich. Genau, ja. Also ich glaube, generell kann man wie beide zusammennehmen. Es ist von der Bildqualität sind beide am absoluten Limit, was heute so geht. Ich glaube, bei einem 45-Megapixel-Sensor würde es nicht auffallen. Also von der Schärfe her geht da gar nichts mehr noch zusätzlich. Nein, ich denke, wo man wahrscheinlich den Unterschied sieht, aber ich konnte leider noch keinen Direktvergleich machen, ist, wenn man das 400er nimmt und den 1,4er reinhaut und dann gegen das vergleicht. Da gehe ich schon stark davon aus, dass das 600 mm Blende 4 noch davonzieht. Oder wenn wir hier den Zweifachkonverter drauf tun und hier den 1,4-fach Ja. rein. Ja, gut, jetzt, wenn man sie natürlich auf nach Brennweite dann vergleicht, ja, aber ich meine jetzt mal generell oder Grundsätzlich absolut. Das, grundsätzlich. ich war eigentlich schon beim nächsten Punkt, wo ich sage, welches Objektiv möchte man, Ja. oder? Das 400er 2.8 ist sicher flexibler. Ja, In dem würde ich jetzt Sinn. mal so sagen, ja. Auch, dass du die Blende 2.8 hast, wenn man in der Dämmerung fotografiert, wenn man eben ein bisschen größere Tiere hat. Ich muss sagen, bei Steinböcken ist das 600er einfach häufig too much. Ich fotografiere primär nicht mehr mit dem 600er für Steinböcke, weil das einfach zu viel ist. Und ich denke, da bist du natürlich im Vorteil und wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso du dir Ja, das also gekauft hast, oder? was noch interessant war, ich konnte jetzt im Spätsommer konnte ich mal mit beiden zusammen fotografieren in Südfrankreich, beide an einer Z9 und konnte da eigentlich gut vergleichen, auch mit welchem Objektiv ich dann eigentlich lieber fotografiert habe. Und ich kann mal so sagen, ich habe mit dem 600er deutlich öfters fotografiert, auch mehr Fotos damit gemacht, aber schlussendlich die ganz guten Fotos habe ich dann mit dem 400 mm gemacht. Ich glaube, das ist der Grund, liegt darin, dass ich mit dem 600 mm dann schon einfach mal näher rankomme. Heißt, ich kann mehr Situationen nutzen, um Fotos zu machen. Aber wenn mal ein Tier ganz nahe kommt, gibt es dann mit dem 400 mm einfach die schöneren Bilder, weil das wie ein anderer Look Ja, man nochmal kriegt ist. natürlich auch ein bisschen mehr von der Umgebung drauf. Genau, ja. Und auch von der Tiefenschärfe, also das Bokeh wirkt einfach nochmal anders. Ist halt immer so, oder Nähe zum Tier ist meistens gut, ja. Genau. Ich meine Darum. liebsten Steinbockbilder, ein ganz anderes Thema, habe ich, glaube ich, mit 35 mm oder mit 50 mm gemacht. Genau. Darum finde ich das 400-2.8 eigentlich fast interessanter. Es gibt noch einen zweiten Grund, und zwar der Zweifach-Telekonverter funktioniert eigentlich auch recht gut. Heißt, man kann wie den Telekonverter kann man in den eingebauten kann man auch noch rein stacken. Heißt, man hat dann wie zwei Telekonverter. Bedeutet schlussendlich, man hat wie vier Objektive in einem. Klar, bei 1120 mm ist die Qualität schon nicht genau das gleiche. Ich finde es aber, man kann es fast besser noch benutzen als dann das 600er mit beiden Telekonvertern. Das habe ich auch nie probiert, muss ich sagen. Ich habe hier nur den 1,4-fach rein, Ja. dass ich auf 1200 mm kam. Also den, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, einen externen Zweifach, aber es ist halt ein bisschen komfortabler. Ich kann hier einen 1,4-fach rein tun und dann Ja. habe ich entweder 840 mm oder wenn ich hier runtergehe, 1200. Und da war ich mit der Qualität recht zufrieden, mit dem typischen Ding. Nicht für den Flamingo. Ich habe es auch in Südfrankreich benutzt mit der Z8. Wir waren am gleichen Ort, aber ein paar Wochen Zeit versetzt. Sonst hättest du das Objektiv auch nicht gehabt, nehme ich an. Also wir hatten das gleiche Objektiv am gleichen Ort mit ein paar Wochen Zeit versetzt. Und ich habe es dann für eine Scharfstelze zum Beispiel genommen. Das ist ja immer noch ein relativ kleiner Vogel oder morgens früh, wo man noch kein Hitzeflimmern hat. Aber ich denke, da muss man generell ein bisschen aufpassen mit den Brennweiten. Ich habe das Objektiv, ich müsste noch einmal nachschauen. Ich glaube, meistens ohne Konverter benutzt. Ich hätte jetzt geschätzt, vermutlich 60% und dann vielleicht noch 40% mit dem 1,4 oder 35 und dann vielleicht noch 5% wirklich mit 1200 mm. Ja, ich glaube, insgesamt auch hier kommt es sicher darauf an, auch ja, was man dann genau fotografiert. Ich denke, schon für die meisten ist das 400er wahrscheinlich etwas besser geeignet, würde ich jetzt mal so behaupten. Einfach weil man dann schon noch etwas flexibler ist. Ja, es ist interessant, die meisten Leute, die ich kenne, tendieren eher zum 600er. Ich Okay. glaube, es kommt auch darauf an, wie der eigene Stil ist, denke Ja. ich.
wo man wohnt und eben, wie du sagst, was man fotografiert. Also für Steinböcke, No-Brainer. Den, das hier auch für ein bisschen größere Vögel. Für die Flamingos hätte ich auch lieber das gehabt. Für kleine Singvögel kommt halt ein bisschen darauf an, oder wie scheu die sind. Ja, okay, ich fotografiere halt auch eher weniger so Singvögel. Ja. Ich bin schon eher mit größeren Tieren unterwegs. Darum, ja, vielleicht ist das auch etwas der Grund, warum ich da eher zum 400 mm Ich habe tendiere, damals ja. auch sehr lange geschwankt. Bei mir ist dann das 600er geworden, aber ich habe lange geschwankt zwischen 400er 2,8 und dem 600er. Ja, ich glaube, das ist, jetzt sind wir wirklich am oberen Ende angekommen. Und ja, wir hoffen eigentlich, dass wir euch hier ein bisschen einen Überblick geben konnten. Ihr wisst nun auch, welche, falls ihr es noch nicht wusstet, welche Objektive wir so einsetzen. Falls es nicht wirklich klar war, das sind nicht unsere Objektive, die sind. Die gehören Nikon, also wir müssen die wieder zurückbringen. Nur, dass es hier in den Kommentaren nicht wieder heißt, wir haben zu reiche Eltern. Die sind alle nur ausgeliehen. Wir möchten uns noch bedanken bei Foto Erhard, die dieses Video gesponsert haben. Und wir haben schon erwähnt, dass es aktuell eine Winteraktion von Nikon gibt mit bis zu 600 € Rabattaktion. Und wir haben die Affiliate-Links unten einmal reingepackt von Foto Erhard. Das heißt, wenn ihr darüber bestellt, würden wir eine kleine Provision kriegen. Wie immer wird das für euch nicht teurer. Also wir hoffen wirklich, es hat euch geholfen, irgendwie also als Kaufberatung. Falls ihr noch offene Fragen habt, irgendetwas, das wir nicht erwähnt haben, schreibt es einfach in die Kommentare rein und wir werden versuchen, das zu beantworten. Schlussendlich muss man auch sagen, denke ich, es sind oft so Nuancen, wo wir jetzt beide das Gefühl haben, man macht nicht eine komplette Fehlentscheidung, ob man sich jetzt für das 400er 4.5 oder das 600er 6.3 entscheidet. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Also ich meine, meistens schwankt man nicht zwischen den beiden, die komplett am anderen Ende sind. Ja, Oder wie und ich siehst du glaube, das? es ist doch so, vielleicht noch zu sagen, wir haben uns jetzt da nicht so auf die technischen Details konzentriert. Ja, wir haben halt Bildqualität erwähnt. Schlussendlich sind aber eigentlich alle auf einem so hohen Niveau, dass das wie nicht mehr so relevant ist und eben schon mehr so, ja, was fotografiert man. Das ist dann fast entscheidender. Und von dem her müsst ihr da auch, muss man wie fast selber auch etwas, ja, überlegen, was man denn wirklich fotografieren möchte. Da vielleicht auch als Empfehlung, einfach mal in Lightroom oder so die Metadaten anschauen, kann man auch auswerten dann ja, ob man jetzt eher mit 600 mm fotografiert vielleicht oder eher mit 500. Und wie du gesagt hast, am besten nicht von allen Bildern, sondern von den Bildern, von den Favoriten, die man behält. Das finde ich dann immer noch Genau, sehr ja. interessant, ja. Gut, dann ja, hoffen wir wirklich, es war hilfreich und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video.